So, liebe Leute, ihr seht, ich bin schon fleißig am Rostfressen, am Dreckfressen hier. Ich hoffe, ich sehe jetzt nicht allzu verwirrt aus hier, also nicht mehr als sonst. Ich habe es im letzten Video erwähnt, also bevor wir den Motor hier einbauen, wollte ich gerne den Motorraum ein bisschen schick machen. Ich habe jetzt alles so ein bisschen blank gemacht, also so gut wie es ging, so gut wie man halt mit der Flex rankommt. Und der Fächerscheibe hier, also natürlich kommt man nicht in alle Ecken rein, aber es soll wirklich keine Restauration werden, sondern wirklich einfach nur eine Vorsorge, eine Rostvorsorge, dass es hier oberflächlich erstmal nicht weiter rosten kann und ja, das Ganze ein bisschen schicker wird. Schöne Drecksarbeit auf jeden Fall. Die Seite habe ich jetzt erstmal geschliffen. Da kommt jetzt Brunox drauf. Also erstmal ein Roststopper, dann eine Rostschutzfarbe und dann nochmal Fett Brandokorux in der Wagenfarbe. Habe ich glaube ich noch ein bisschen was da. Das schmiere ich da einfach rüber. Ja, die Seite muss ich noch. Dazu muss ich den Dieselfilter noch ausbauen und hier das Batteriefach, das Batterieblech hier. Ja, ich glaube, das ist sogar verschweißt. Ich dachte erst, das wäre geschraubt. Leider ist es nicht so. Aber da werde ich jetzt nicht so viel, auch ein bisschen abschleifen, ein bisschen mit Farbe bepinseln hier, dass es einfach optisch ein bisschen schicker wird hier im Motorraum. Bevor wir den Motor wieder einbauen, denke ich, macht das Sinn. Wie gesagt, es soll keine Restauration werden hier und da sieht man auch viel Flugrost. Normalerweise, wenn man es richtig machen will, müsste man das alles hier ordentlich sandstrahlen und dass man hier in jede Ecke reinkommt, aber das ist ein Heidenaufwand. Wie gesagt, die Doka ist mein Daily, die soll so schnell wie möglich wieder auf die Straße. Und deswegen nur so eine kleine Rostvorsorge und dass es optisch, wie gesagt, ein bisschen schöner wird. Genau, Leute, willkommen zu einem neuen Video. Es geht fleißig weiter. Wie gesagt, jetzt erstmal Motorraum, dann müssen wir den Motor vorbereiten, Getriebe an Motor ran. Das Getriebe vor dem Einbau auf jeden Fall noch mit Öl befüllen. Da ist nämlich aktuell gar keins drin. Ich würde sowieso gerne einen Ölwechsel machen beim Getriebe. Ja, dann den Motor alles vorbereiten, Riemenscheibe drauf, Lichtmaschine festmachen und, so dass alles vorbereitet ist, dass wir den Motor dann hier reinheben können und alles anschließen können. Und dann bin ich gespannt, ob er überhaupt einen Mucks macht. Weil wir nicht wissen, ob der vorher überhaupt lief. Das ist das Problem. Aber schauen wir mal. Erstmal das, dann das, dann jenes. Willkommen zu einem neuen Video. Geil, dass ihr dabei seid, Leute. Es geht munter weiter. So, neuer Tag. Farbe ist, denke ich, trocken. Motorraum ist ein bisschen schicker geworden auf jeden Fall. Ich weiß, natürlich geht sowas auch viel, viel besser. Solche Teile hier kann man natürlich auch sandstrahlen lassen, Pulver beschichten lassen und. Aber ihr kennt mich, Leute, ihr wisst ja, ich versuche das immer so ein bisschen
so kostengünstig, so einfach wie möglich wieder einfach nur schick zu machen. Aber die Doka soll ja auch kein Neuwagen werden. Ne? Ja, Motorraum soweit fertig. Jetzt heißt es Motor zusammenstecken und rein mit dem Ding. Let's go. Da ist der Motor. Ich habe mir mal so ein bisschen was gebaut hier. Ich kann euch auf jeden Fall meinen Motorwagen empfehlen. Hier kriegt ihr eigentlich überall zu kaufen, auch relativ günstig. Manche bezahlen 50 Cent, manche 1 Euro. Ne, Quatsch, ich will niemanden anschiffen. Der war mal ausrangiert. Auf jeden Fall macht sich sowas für sowas ganz gut. Getriebe müssen wir gleich auf jeden Fall Öl befüllen. Und am Motor sind noch ein paar Sachen. Das zum Beispiel kann weg hier. Hier ist so ein Vorheizsystem für das Kühlwasser. Also wir haben jetzt drei solche Heizdinger drin. Das kann komplett weg. Außerdem habe ich eben gerade erst gesehen, ist hier ein Glühstift abgerissen. Muss ich gucken, ob ich den rauskriege oder ja, mal schauen. Kupplung bleibt, die sieht relativ neu aus, also das bleibt so. Wir können eigentlich das Getriebe so wie es ist direkt anstecken. Ausrücklager sieht noch ganz gut aus. Funktioniert auch alles, ist schön leichtgängig. Das Pilotlager, also hier ist ein Lager drin. So ein Rollenlager, das sieht auch ganz gut aus. Das brauchen wir auch nicht tauschen. Hatte ich erst überlegt, ein neues zu holen, aber ich habe leider auch gar keinen Abzieher dafür. Aber das sieht noch ganz okay aus. Bleibt erstmal so, wie es ist. Halt, stopp, hier bleibt alles so, wie es ist. Ja, dann wie gesagt, die Riemenscheibe noch anbauen. Ich hoffe, ich habe noch ein paar passende Schrauben, sonst muss ich den vom anderen Motor übernehmen. Riemen drauf und dann Motorträger anschrauben. Und ja, ich denke, dann kann das Ding auch schon rein. Also noch viele Kleinigkeiten zu erledigen. Das Getriebe wollte ich noch vorher noch ein bisschen sauber machen. So, und jetzt habe ich noch einen kleinen Lifehack für alle T3-Fahrer, die bei ihrem Getriebe mal einen Ölwechsel machen müssen. Denn normalerweise brauchen wir hier für die Öleinfüllschraube einen 17er Imbus. So, haben wir natürlich nicht da. Aber, Leute, wir nehmen einfach eine 17er Radschraube, Radbolzen. Und der passt hier genau rein. Und können dann mit einem 17er Schlüssel, ja, ihr seht, die habe ich schon lose gedreht, aber auf jeden Fall können wir die dann einfach, ja, lose schrauben. Also man kommt hier super mit einem 17er Schlüssel noch drauf. Für diejenigen, die sich nicht extra einen 17er Imbus kaufen wollen, kleiner Hack. Bei mir kann man vielleicht auch noch ein bisschen was lernen. So, zumindest der gröbste Dreck ist erstmal runter. Da kam doch ein bisschen was zusammen, glaube ich. Geht erstmal wieder. Man kann auf jeden Fall auch schon mal wieder die Teilenummer hier lesen. Ich will jetzt auch nicht übertreiben, das Ding sauber zu machen, denn wir wissen ja immer noch nicht, ob das Getriebe überhaupt funktioniert. Deswegen bauen wir das jetzt erstmal so ein. Drücken alle mal fest die Daumen, dass es auch läuft, dass es auch schaltet und das macht, was es soll. To deposits and it's only 8 a.m. Do it for the fam, I don't do it for the gram. Do it for my daughters, do it for my little man. That's my 2020, reason why I win. Lot of missed calls, looking bloody in my call log. I bet to myself, I'm not sorry that I logged off. Check my mental health, I was feeling like a lost dog. Bounce back and wipe my paws off. Get it off the humble and I stick to what I know. Nice on top of nice, long nights took a toll. Took some steps back, but I still get up and I go. And now you know, oh, oh. I'ma make some and I'ma spend it. Yeah, new G, no doors with it. Oh Leute, so typisch, ne? Bin hier schön am Zusammenschrauben. Bin jetzt beim Getriebe halt dabei. Was habe ich vergessen? Wollte ich nicht vorher das Getriebeöl auffüllen? Also eigentlich bevor ich das Getriebe an den Motor schraube, weil jetzt habe ich eine doofe Lage hier. Das heißt, ich muss es jetzt wieder ein bisschen ankippen. Ich will es jetzt nicht wieder auseinanderschrauben. Ich kippe jetzt mit dem Motor jetzt einfach ein bisschen an mit dem Wagenheber und fülle dann das Öl auf. Naja, auf jeden Fall haben wir den Stutzen hier getauscht. Dann habe ich zum Glück die Glühkürze rausbekommen. Ich dachte erst, die wäre fest. Gott sei Dank war sie es nicht. Ich habe die jetzt einfach getauscht, also die alte raus, die abgerissene, also oben das Gewinde war ja abgerissen. Und vom alten Motor den Glühstift genommen. Anlasser ist dran. Ich habe sogar jetzt schon einen neuen Luftfilter reingemacht, weil man jetzt einfach am besten rankommt.
und bevor ich es vergesse. Aber so sieht das schon mal ganz gut aus hier. Going to the moon, it's on top and that. Two straight years of dropping back to back. Epidemic jumping like an acrobat. I'ma make some and I'ma spend it, yeah. New Jeep, no doors with it, no. I won't stop now, who you kidding? Kidding. Every day I wake up, I'ma send it. I'ma send it, I'ma send it. So Leute, Motor ist drin. Also Motor hängt wieder, Getriebe vorne ist auch schon festgeschraubt. Die Motorträger habe ich festgeschraubt. Ein, zwei Schrauben werde ich nochmal ersetzen, weil die sind doch schon ziemlich runter. Vielleicht werde ich auch alle ersetzen, mal gucken. Ja, Motor hängt. Jetzt kommen natürlich noch viele Kleinigkeiten. Antriebswellen wieder ran, Stecker ran, Schaltgestänge wieder dran, Auspuff dran, die ganzen Schläuche wieder dran, Kabel, pipapo, ihr wisst Bescheid. Jetzt aber, Leute, jetzt habe ich was entdeckt. Gesehen habe ich das natürlich schon vorher, aber jetzt habe ich so eine böse Vorahnung. Und zwar geht es hier drum. Erstmal, ja, was ist das überhaupt hier? Das ist auf jeden Fall die Zuleitung vom Diesel. Ja, ich tippe auf eine Art Vorwärmung, dass man mit dem Ding hier quasi den Diesel vorwärmt. Oder meine Befürchtung ist jetzt, dass dieses, also nicht dieses Auto, aber der Golf 3, wo der mal drin war, oder vielleicht war er schon mal im T3 drin, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, dass der Motor mal auf Pflanzenöl fuhr, lief, wie auch immer. Ist jetzt meine Vermutung, also ich habe da keine Ahnung von, aber mir leuchtet es halt nicht ein, warum man Diesel vorerwärmen sollte. Das macht man normalerweise nur mit Pöl, also mit Pflanzenöl, Sonnenblumenöl, whatever, laufen die Motoren ja auch. Da Pflanzenöl ja dicker ist, macht man das vorher warm und dann kann man das natürlich auch verbrennen. Ja, wenn ihr eine Ahnung habt, Leute, schreibt es mir gerne mal in die Kommentare, was das ist, ob ich da richtig liege mit dem Pflanzenöl oder vielleicht ist es doch einfach nur, um den Diesel vorzuerwärmen, was mir, weiß ich nicht, macht das überhaupt Sinn? Ich habe keine Ahnung. Oder ob hier wirklich irgendwas anderes gefahren wurde mit dem Motor. Ja, also böse Befürchtung. Ich hoffe es natürlich nicht, dass er mit Pflanzenöl lief. Weil keine Ahnung, wie gut das ist, wie lange so ein Motor das mitmacht, wie das mit den Einspritzdüsen ist, ob die dann irgendwann zugehen. Ja, das ist jetzt wieder so ein Ding. Vielleicht war der Motor deswegen so billig. Das Ganze macht mir jetzt natürlich auch wieder so ein bisschen Angst. Ich hoffe, der Motor läuft überhaupt. Nicht, dass der doch irgendwas hat. Ja, wir finden es raus. Wie gesagt, ich baue jetzt alles zusammen. Und dann werden wir weitersehen. Schön scheiß, ey. So, Leute. Ich habe es dann auch mal geschafft. Ja, zusammenbauen dauert meistens immer ein bisschen länger als auseinanderbauen. Auf jeden Fall haben wir das Gröbste jetzt erstmal zusammengesteckt, dass der Motor erstmal, ja, dass wir ihn laufen lassen können. Also was jetzt noch fehlt, ist eigentlich nur Getriebe, Antriebswellen, Schaltgestänge und ja, so Kleinigkeiten noch. Und mal Auspuff muss ich einen Halter noch machen. Auf jeden Fall haben wir jetzt Öl drin, wir haben Kühlwasser drin. Kupplung ist angeschlossen, dass ich wenigstens kuppeln kann. Nicht, dass das Getriebe gleich mitdreht, weil da ist nämlich noch kein Öl drin. Das muss ich auch noch machen, weil ich einfach nicht rankam auf den Boden. Deswegen mache ich das am besten im eingebauten Zustand. Ist zwar ein bisschen doof zum Befüllen, aber funktioniert auch. Auf jeden Fall, Leute. Ich hoffe, ihr seid auch so gespannt wie ich. Erster Motorstart. Ich habe ein bisschen Bammel. Aber was Mut, das Mut, ne? Let's go. So, geht schon super gut los. Ich habe keine Zündung. Warum nicht? Okay, erste Problem
gelöst. Ich habe einfach ein Massekabel vergessen. Das geht hier direkt an die Lichtmaschine, war vorher auch so. Und ja, das hatte ich irgendwie weggelassen und jetzt habe ich auch Zündung. Achso, Kamera hierher. Und wir versuchen zu starten. Ja, natürlich bekommt er jetzt anfangs keinen Diesel, deswegen ziehe ich jetzt an der Rücklaufleitung quasi den Diesel durch die Pumpe und so. Man sieht ihn auch, dass ich was ansauge. Also ein bisschen müsste jetzt eigentlich drin sein in der Pumpe. Ich hoffe, es reicht zum Starten. Läuft. Er läuft und nagelt wie ein großer. Also Öldruck zeigt er an. Müsst ihr da mal gucken, ob der irgendwas nicht hinhaut oder ob der Fühler nur nicht richtig angeschlossen ist. Schauen wir mal. Auf jeden Fall, der Motor läuft, Leute. Nächstes Problem behoben. Ölkontrolle. Öldruck, Warngebersignal, Licht hier leuchtet nicht mehr, summt auch nicht mehr. Ich habe einfach zwei Stecker vertauscht. So wenig Stecker und dann vertauscht man da noch zwei. Aber nun scheint es zu passen. Sehr schön. Ja, geil, Leute. Er läuft. Sehr nice, Leute. Wenn das nicht mal ein Daumen nach oben wert ist. Motor läuft schon mal. Das ist schon mal sehr, sehr viel wert. Aber wir wollen natürlich auch noch wissen, ob das Getriebe funktioniert, ob es schaltet, ob das Getriebe macht, was es soll. Dafür müssen wir, wie gesagt, die Antriebswellen noch festmachen. Öl auffüllen, ganz wichtig. Bloß nicht vergessen. Schaltgestänge wieder dran und dann machen wir eine Probefahrt. Das schaffe ich aber leider in diesem Video nicht mehr. Morgen ist schon Mittwoch, das Video muss raus. Ich habe noch ein bisschen was zu tun. Deswegen bleibt es weiterhin spannend, aber Motor läuft. Das ist die Hauptsache, das ist schon mal sehr viel wert. Auspuffhalter muss ich noch machen, auf jeden Fall. Ich habe noch eine kleine To-Do-Liste auf jeden Fall, bevor wir losfahren und mir noch irgendwas auseinanderfällt. Riesenschritt weiter. Ich bin sehr gespannt, wie sich das Ding fährt. Ach, hier seht ihr auch schon im Hintergrund. Hier hat mir tatsächlich ein Zuschauer aus Berlin mitgebracht. Also in Berlin standen die Dinger für 40 Euro bei Kleinanzeigen drin. Und er war sowieso unterwegs und hat mir die Dinger gleich mitgebracht. An der Stelle vielen Dank an Matthias. Vielen, vielen Dank. Für die Bracken. Jetzt habe ich ehrlich eine Heckklappe und die eine muss ich sowieso tauschen. Also die würde ich gerne tauschen, weil man sieht ja hier, die ist auch schon sehr durchgerostet. Ja, und jetzt habe ich hier drei richtig gute Bracken, sogar in Orange, so wie der T3 ja sogar mal war. Aber die kommen natürlich eh dann schwarz. Aber ich habe jetzt wieder drei komplette Bracken an meiner Doka. Sehr geil. Vielen, vielen Dank dafür.
Nee, ich hoffe, euch hat das Video gefallen, Leute. Lasst mir gerne ein Abo da, lasst mir gerne ein Like da, ihr wisst Bescheid, wenn euch der Content gefällt. Damit beende ich das Video, Leute. Vielen Dank fürs Zuschauen. Macht's gut, haut rein. Bis zum nächsten Video. Ich bin gespannt, wie es weitergeht, ob alles funktioniert hier. Und wie sich die Kiste fährt. Und ob sie schaltet. Und ihr wisst Bescheid. Haut rein.